Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Transport Fever 2. Nun werden wir in dieser Folge unsere Züge auf das Gleis bringen und eventuell in Karlsbad noch ein Depot bauen. Ich denke, dieser Bahnhof hat das verdient. Ist doch da ein recht zentraler Bahnhof und das Depot hier oben ist schon etwas abgelegen. Das schauen wir uns dann an. Aber erstmal erstellen wir uns die Linie und verbinden Karlsbad mit Valeur. Und werden auch innerhalb von Karlsbad noch den Straßenbahn- oder Busverkehr einrichten. Finanziell haben wir alles zurückgezahlt. Und wir fangen an mit einer neuen Linie. Das ist hier. Na, dort. Aufpassen, dass wir hier nicht in den... Durchgangsverkehr kommen. Da fahren wir hoch in die 5, das passt schon. Hier schauen wir auch gleich mal. Fährt nämlich auch dorthin. Fahren wir hier in die 3. Genau, das Ganze nennen wir Regio. Haben wir das mit Bindestrich immer gemacht? Ne, ich glaube nicht, ne? Ja, genau. Karlsbad. Karlsbad. Valle. Jo. So. Wir kaufen uns einen Zug. Jetzt erstmal noch hier oben. Der ist elektrisch. Der erste Zug fährt 120. Ich würde sagen, für diese Strecke behalten wir nochmal einen, der 100 fährt. Und werden uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall, vielleicht auch noch diese Folge damit beschäftigen, unsere Gleise auf Elektro umzubauen. So, und dann werden wir jetzt noch eine weitere Linie erstellen. Vom Güterbahnhof hier hoch. Da müsste noch ein Gleis frei sein. Genau, er hat das auch gleich genommen. Das Ganze nennen wir Treibstoff. Karlsbad. Den machen wir auch um die 160 lang und schicken ihn auf die Linie. Ich sehe gerade, die Linie müssen wir nochmal umbenennen. Da hat sich der Schreibteufel da ist irgendwo ein E zu viel. Und da kommt er. Und auch er fährt jetzt hier hinunter. Und somit hat die Stadt auch die erste Güter. So, jetzt schauen wir mal. Die Stadt wird sich auf beiden Seiten ausweiten, deswegen haben wir den Bahnhof auch schon möglichst groß gewählt. So, dass wir da nicht direkt wieder ran müssen. Natürlich können wir hier die Gleise noch ausbauen, also eins länger machen, selbe in die andere Richtung. Da sollte noch ein bisschen was möglich sein, zumindest für die Schnellzüge. Und wir gucken jetzt mal, wie wir hier den Busverkehr machen. Ich denke, ich habe da schon eine Idee. Wir werden das hier verbinden. Und hier verbinden. Und dann können wir hier schön im Kreis fahren. Das Ganze würde ich dann auch mit Schiene ausbauen. Hier kommen wir schön dran vorbei. Können dort reinfahren. Und haben so eine Möglichkeit, schön die neue Straßenbahn auszuprobieren. Jetzt gucken wir noch, wo wir hier noch Haltestellen hinbauen. Hier. In diesem Bereich.
Hier kommt noch eine hin. Hier werden wir auch noch mal einen Stopp einlegen. Genauso an dieser Stelle. Ruhig ein paar mehr. So sieht das doch ganz gut aus. Hier könnte noch einer hin. Aber ich denke, hier sind auch nicht so viele Einwohner, wobei. Ja, nee, hier kommt keiner hin. So, dann eine neue Linie. Die beginnt hier hinten. Und fährt hier wieder hin und dann wendet sie und fährt genau andersrum zurück. Und dann bleibt das eine. Und wir haben einen wunderschönen Kreisverkehr, der sich hier hinten quasi dann wendet. Das Ganze nennen wir Straßenbahn. SB. SB Karlsbad. Wir brauchen noch das Depot für die Straßenbahn. Das setzen wir hier gegenüber hin, denke ich. Ja, das sieht gut aus. Schön gegenüber vom Hauptbahnhof. Wir wollten hier hinten noch einen Plattform für Güter. Dazu brauche ich hier noch eine Plattform. Und dann kann ich mich hier können wir hier so einen kleinen hinbauen. Ja, das so mit dem. Das müsste jetzt hier eigentlich passen. Vielleicht den ganz kleinen. Wir könnten auch das hier hinsetzen. So. Und dann mit einer Straße das hier anbinden. So, dann ist der Bahnhof nämlich auch dort hinten in dem Bereich komplett angeschlossen. Da sind jetzt hier zwar noch mal einige Gebäude weggegangen, aber die kommen ganz schnell wieder. Das ist nicht das Problem. So, jetzt Straßenbahn. Dann nehmen wir die wunderschöne neue Straßenbahn. Machen wir 8 Stück. Und setzen uns in eine Straßenbahn damit rein. Wie schnell fährt sie? Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen überdimensioniert für diese Stadt, aber ich denke, damit kommen wir erstmal eine Weile hin, müssen nicht gleich wieder neu anfangen. Die Straßenbahn fährt 35, das ist gar nicht so schlecht. Bremst ganz schön extrem für Kurven runter, aber das ist halt so. So viele Kurven haben wir auch gar nicht reingebaut. Wie sieht sie von außen aus? Das macht doch schon was her.
passen sogar 20 Leute rein, das ist auch schon ein bisschen was. Insofern soll das Karlsbad jetzt bald wachsen. Und als nächstes hatte ich dann geplant, vielleicht in Karlsbad auch noch einen Hafen zu bauen. Denn wir sind ja hier sehr nah am Wasser, dass man hier vielleicht diese Straße verlängert und in diesem Bereich oder vielleicht sogar hier ran mit einem kleinen Kanal. Das erste Flugzeug kommt, auch das ist super. Man kann ja hier durchaus auch einen Kanal mitbauen. Indem man hier einfach das Wasser hochzieht und hier so eine Art Hafen hinbaut in diesem Bereich, der dann auch schön hier mit angeschlossen ist. Dass man hier so ein Hafengebiet hinbaut. Das wird sicherlich einiges kosten. Wir haben aber auch gerade gut 20 Millionen. Und das hätte ich mir jetzt für die nächste Folge aufgehoben, hier so einen Hafenbereich zu bauen in Karlsbad, der auch gleich die Verbindung mit zum Bahnhof hat. Und zu dieser Straßenbahnhaltestelle, dass wir hier quasi einen Wasserbereich schaffen und dann mit diesem Schiff in vielleicht nach Frisco fahren, indem wir hier vielleicht auch noch durchfahren können oder wir fahren ringsrum, weil Frisco ist, denke ich mal, demnächst erstmal nicht dran. Da werden wir wohl nicht gleich eine Eisenbahnverbindung schaffen. Wir werden wohl gerade durch über diesen Weg entweder nach Hayward oder New Haven weiterfahren. Das wird aber auch erst viel später stattfinden. Insofern können wir einfach mal Bootsverkehr. Las Vegas ist, denke ich mal, noch eher eine Verbindung, die wir hier rausziehen können. Im oberen Bereich. Von unten wird das zu eng. Also Frisco oder Hayward. Dann mit ein paar Schiffen mal, damit wir es dann auch sehen, verbinden können. Des Weiteren haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Flugzeuge zu bauen. Seht ihr mal, wie groß der Flughafen ist. Das ist der erste, den es gibt im Prinzip. Auch das ist dann demnächst mal dran. 1920 haben wir. Das ist eben der Vorteil, wenn man auch nicht die ganze Zeit auf Speed spielt, dass man auch alles schön miterlebt. Und ich denke, das soll es für die Folge gewesen sein. Karlsbad warten gut Leute. Von der Seite her funktioniert's. Die Straßenbahn wird sicherlich noch eine Weile brauchen, bis sie richtig Geld verdient. Hier kommt der Regio. Der bringt natürlich jetzt relativ wenig, aber er holt viele Leute ab und bringt sie quasi ins Gleisnetz rein. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Leute nur jetzt nach Vallejo fahren, sondern die steigen hier um und fahren auch in die nächsten Städte. Das heißt, eigentlich ist Karlsbad mit allen anderen Städten verbunden. Und wir haben jetzt im Prinzip den Norden, wenn wir das jetzt Norden nennen, unserer Karte, die Nordhälfte, angeschlossen bis auf Las Vegas und Downey und haben dann noch genügend vor uns. Ihr seht, der Süden ist größer, da ist mehr los. Allerdings sind da auch Riesenplateaus, was Schwierigkeiten bereiten wird, sodass wir hier irgendwann einen riesen Tunnel durchbauen müssen und dann mit richtigen Schnellzügen durchrauschen. Das wird sicherlich von Karlsbad aus passieren, dass man hier durchrauscht, um dann ab diesem Punkt hier diese ganzen Städte anzubinden. Vielleicht ist auch Fort Lauderdale der nächste Bahnhof, den man hier mit einem richtigen Schnellzug erreicht. Nichtsdestotrotz wird es dann natürlich die Abweichung hier rüber geben. Aber das ist noch weit weg. Insofern sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.